Wir kommen jetzt zu einem Thema und zu einem Podcast-Format. Oder sag mal, das Thema, was jetzt besprochen wird, das bewegt uns eigentlich schon seit etlichen Konferenzen hier. Das poppt immer mal wieder auf, nämlich die These, dass so die Hörerinnen und Hörer von Podcasts in ihrer ganzen Debattenkultur zivilisierter sind als das, was man aus gleichen thematischen Blogs kennen würde, wo das dann vielleicht schneller irgendwie mal ausufert. Wir erzählen uns das eigentlich seit Jahren immer selber, so in der Podcast-Community, so sei das. Hängt aber auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass wir immer sehr viel weniger Feedback und Kommentare und Debatten überhaupt haben, als man das so bei Standardblogs hat. Und von daher dachten wir, es ist mal an der Zeit, da mal eine echte Expertin uns einfach mal zu diesem Thema einzuladen. Das ist die Barbara. Schön, dass du hier bist. Dein Applaus. Das Ganze fällt auch ein bisschen in die Rubrik Stimmen, die ich sowieso jemals mehrmals die Woche höre, endlich auch mal im Real Life treffen. Barbara macht mit anderen zusammen den Lila Podcast und ist vor allen Dingen aber auch Gründungsmitglied der Mädchenmannschaft gewesen, also des einem der ersten relevantesten Feminismus-Blogs in Deutschland. Und von daher kennt sie jetzt also beide Welten, nämlich die Blogwelt und die Podcastwelt zu einem und demselben Thema. Und ihr Beitrag ist der Lila Podcast und Kommunikationskultur im Netz. Ich bin total gespannt. Hau rein. Vielen Dank. Ich erröte ja so ein bisschen bei so viel Vorschusslorbeeren. Schön, dass ich hier sein kann. Ich möchte ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern, dass ich im Laufe meiner Jahre, die ich mit Internetpublikationen so verbracht habe, ganz schön anfüllen konnte. Kommunikationskultur im Netz ist ja so ein bisschen was wie die dunkle Seite des Mondes, möchte ich sagen. Weil da sehr viele Dinge passieren, von denen ich immer wünschen würde, sie würden gar nicht passieren. Ich bin dazu gekommen, jetzt klicke ich hier weiter, so ähnlich wie es dem Hobbit gegangen ist. Ich habe eine unerwartete Reise angefangen, und zwar schon im Jahr 2001. Da habe ich nämlich angefangen, bei der damaligen Entwicklung von jetzt.de mitzuarbeiten. Jetzt.de ist die Jugend Community, Jugendplattform des Süddeutschen Verlags. Da gab es früher auch ein Magazin dazu, das heißt das Jetzt-Magazin. Und irgendwann dachten die, ja, wir dürfen nicht nur gedruckt sein, wir müssen auch online gehen. Und dann haben sie sich gedacht, naja, wunderbar, da machen wir was richtig Tolles. Wir lassen die Leute, die da draußen sitzen, einfach mal alle mitschreiben. Das war im Großen und Ganzen die Idee, die dahinter war, ob das, was die Leute da draußen so mitschreiben, auch das ist, was einer Absenderadresse wie dem Süddeutschen Verlag gefällt. Da wurde gar nicht so wahnsinnig viel darüber nachgedacht. Das ist auch schon lange her, in Internetjahren, schon fast eigentlich ein Jahrhundert oder so. Genau, darüber erzähle ich gleich ein bisschen was. Die Erfahrungen, die ich dort gemacht hatte, haben mir geholfen, als ich dann mit wiederum zwei anderen, Susanne Klingner und Meredith Harf, einen Weblog gegründet habe, Mädchenmannschaft.net. Das ist, wie schon eingangs erwähnt, ein feministischer Blog gewesen, also sowas wie Spiegel Online, aber nur halt eben, nein, eigentlich überhaupt nicht wie Spiegel Online. Okay, kurz zurückspulen. Wir haben ein feministisches Weblog gegründet und wollten so eine Art Nachrichtenmagazin eben mit feministischer Perspektive machen. Ganz genau. Und seit 2014 gibt es dann eben den Lila Podcast, den ich wieder mit zwei anderen mache. Ich bin so eine, die immer gerne was mit anderen macht, stelle ich fest. So ähnlich wie der Hobbit, ja. Und der Lila Podcast, den gibt es eben auch. Und den machen wir so alle zwei Wochen. Immer die eine mit der einen und dann die andere mit der einen. Und bei den beiden letzteren Formaten, Mädchenmannschaft wie Podcast, hängt also kein fetter Absender wie der Süddeutsche Verlag dahinter. So viel dazu, damit man sich das ein bisschen erinnern kann. Ich weiß es nicht, ob sich überhaupt jemand erinnern kann, wie es früher mal aussah im Internet, so sah jetzt.de, diese Jugendplattform aus. Inzwischen sieht sie ganz anders aus, weil sie natürlich vielen Relaunches unterworfen wurde. Damals war so die Idee, beim Jetzt-Magazin, da gab es früher so eine Liste, das war die letzte Seite des Magazins, das war die sogenannte Lebenswertliste. Eine Handvoll Gründe, warum es sich in dieser Woche lohnt zu leben. So, und da haben natürlich jede Menge Leserinnen und Leser irgendwelche Gründe eingeschickt. Und dann dachte sich der Süddeutsche Verlag, hey super, da ist Potenzial, die Leute wollen sich mitteilen, die wollen
kommentieren, die wollen was beitragen. Und das sollen sie doch jetzt bitte schon alles künftig im Internet machen. Und da wurden dann viele schöne Rubriken, die so wie Wissen sammeln oder Star sein hießen, halt alles so ein bisschen in dieser Sprache. Und an all diesen Stellen konnten, damals nannten wir sie jetzt User, fleißig mitschreiben. Man sieht es da unten, das habe ich geschrieben, weil all die Leute, die bei der Redaktion gearbeitet hatten, mussten, durften, sollten unter ihrem Klarnamen schreiben. Es war schon für uns sehr revolutionär, dass der Klarname in kleinen Buchstaben war. Das kannten wir damals noch gar nicht so gut. Da lache ich jetzt ein bisschen drüber. Naja, also so ein Text, der in der Rubrik Sie so, er so, also eher so eine gefühlige Befindlichkeitsrubrik war, ist halt so ein Text gewesen. Und das, was man jetzt nicht sieht, sind die ganzen Kommentare, die da drunter stehen. Die stehen nur deswegen nicht mehr drunter, weil es nicht mehr hingepasst hätte. Aber ich kann mich gut erinnern, was das für Kommentare waren. Das waren so Kommentare, in der dritten Zeile fehlt ein Komma. Stimmt. Die bei jetzt.de haben halt immer noch keinen Rechtschreibduden. Oder sie haben nicht genug Geld, um jemanden einzukaufen, der wirklich weiß, wie die deutsche Sprache zu schreiben ist. Das waren typische Kommentare. Oder, hey, total süß, sowas habe ich ja auch schon mal erlebt. Und wie ist es dann weitergegangen, die Geschichte? Das waren so ein bisschen die Kommentare, die man sich gewünscht hat. Die kamen nicht ganz so oft vor. Ab und zu gab es auch Entgleisungen. Ich erinnere mich an einen Text, der war eher so ein bisschen politisch, auch von jemandem aus der Redaktion geschrieben, wo ein Kommentar darunter stand, der dann sehr schnell in die Kategorie Holocaust-Verleugnung gegangen ist. Und da erschrecken natürlich alle. Das wollen wir nicht, das will auch der Süddeutsche Verlag natürlich nicht, dass sowas auf der offiziellen Online-Plattform des Jugendmagazins zu finden ist. Kommentar gelöscht. Kommentator war ein männlicher Kommentator, schreibt denselben Kommentar sofort wieder, dann machte der Mann dann so ein bisschen hin, löschen wieder, dann hat man den Account von dem gesperrt und so weiter. Zeitgleich hat jemand aus der Redaktion versucht, ob wir denn irgendeine rechtliche Handhabe haben. Hey, hier Holocaust-Verleugnung beim Süddeutschen Verlag geht ja gar nicht. Und es ging tatsächlich bis zur Münchner Staatsanwaltschaft. Aber da endete es dann auch, weil sich relativ schnell herausfinden ließ, dass dieser Mensch, der diesen Holocaust-Verleugnungskommentar geschrieben hat, ich weiß es nicht, in Paraguay oder irgendwo so weit weg saß, dass wir also gar nichts machen konnten. Ich kann eigentlich nur sagen, zum Glück hat er dann irgendwann aufgehört, derlei Kommentare zu machen, weil unter uns gesagt, wir relativ überfordert waren mit der Situation. Und all diese Dinge wie IP-Ban und was man noch so jetzt alles kann, wenn man bestimmte Kommentatoren nicht haben möchte oder Kommentatorinnen, das konnten wir damals noch gar nicht so gut, technisch gesehen, moralisch bestimmt. So, ich bin dann irgendwann weggegangen von jetzt.de, die Community gibt's heute immer noch. Die Wichtigkeit des Berufs des Community Managers oder der Community Managerin ist allen Medienanstalten, so ja auch hier dem Bayerischen Rundfunk, extrem bewusst. Aber es ist ein hartes Brot, sowohl diesen Beruf zu machen, das weiß ich selber, weil ich das eine Zeit lang bei jetzt.de auch gemacht habe, und da irgendwie nicht zu einem schlechten, hasserfüllten Menschen zu werden. Und man muss es natürlich irgendwie auch so ein bisschen steuern und lenken. Ja, wenn das Ganze, wie ich hatte schon erzählt, privat gemacht wird, wie zum Beispiel jetzt bei der Mädchenmannschaft, dann hofft man, indem man eine Netiquette schreibt, dass dann erstmal alles gut ist. Hier kann man diese Netiquette hier lesen, die steht auch immer noch so da. Und naja, das ist so ein bisschen, wir reden freundlich miteinander und es ist doch ganz klar, dass das hier keiner möchte, dass hier rumgepöbelt und rumgeschrien wird. Da müssen wir uns jetzt nicht irgendwie groß verständigen. Das ist ja quasi, wie soll ich sagen, der Grundsatz der Kommunikation und dementsprechend möchten wir das auch nicht. Das klingt jetzt sehr nett, es ist, würde ich mal sagen, total in die Hose gegangen. Die Kommentare, die ich als Autorin oder als Gründerin der Mädchenmannschaft dort gelesen habe, die haben mich viele schlaflose Nächte verbringen lassen, weil es sehr, sehr unter die Gürtellinie gegangen ist, richtig Angst mir gemacht hat. Es hat auch meine Kolleginnen, die dort auch mitgeschrieben haben, sehr getroffen. Und weil man es auch nicht so recht verstehen kann. Also da wird jedes Fass Gülle, was so gefunden wird im Netz,
über einen drüber geschüttet. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es möglich ist, würde ich mal sagen. Da ist es dann nicht mehr, oh, die haben in der dritten Zeile ein Komma vergessen. So war es ja irgendwie quasi bei jetzt.de noch, sondern die gehört mal hinter die Hekte gezogen und den Kopf abgeschlagen oder sowas. Extrem traumatisierend. Und wir waren zwar technisch gesehen deutlich besser aufgestellt als zu den Anfangszeiten noch bei jetzt.de. Wir wussten, was es gibt. Da gibt es ja über das Tool, über die Plattform WordPress gibt es ja da inzwischen noch viel mehr tolle Sachen, die man so machen kann. Und die haben wir natürlich auch alle gemacht, haben auch immer dagegen gehalten. Ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht nur löscht, sondern auch sagt, so geht's nicht, so wollen wir hier nicht diskutieren. Also dass halt die Kommentare nicht eine ganze Diskussion oder alle Diskussionen auf einem Weblog bestimmen können, sondern dass man da auch die Richtung wechselt. Ja, aber es ist furchtbar anstrengend gewesen. Und die Mädchenmannschaft des Weblogs, das gibt's ja heute auch immer noch, ist ja rein ehrenamtlich. Da ist nie Geld geflossen und die ganzen Nächte, die man nicht schlafen konnte, die konnte ich auch niemandem in Rechnung stellen, außer vielleicht mir selbst. Ja, 2011 habe ich die Mädchenlandschaft verlassen. Bestimmt auch so ein bisschen so ein Burnout-System-Problem, was sehr viele, vor allem sehr viele Frauen, die im Netz sich mit ihrer Meinung öffentlich machen, verspüren. Da bin ich nicht die Einzige, es gibt viele, denen es einfach irgendwann mal zu viel wird. Komme ich zum dritten meiner unerwarteten Reise zum Lila Podcast. Da gibt es auch eine Netiquette. Mal nur kurz den Anfang lesen. Du wunderst dich, warum dein Kommentar nicht freigeschaltet wird. Déjà-vu, habt ihr das nicht gerade gelesen? Du wunderst dich, warum dein Kommentar gelöscht wurde? Die sehen alle so ein bisschen ähnlich aus, diese Netiquetten. Und es geht eigentlich wieder um dieselbe Sache. Es geht darum, hier sind die Regeln, Leute. Vielleicht wusstest du nicht, dass man sich in einem Gespräch nicht einfach anschreit oder mit einem Messer aufeinander einhackt. Jetzt weißt du es. Es gilt übrigens auch im Internet so. Ich bin mir gar nicht so recht sicher, ob überhaupt irgendjemand im Internet solche Seiten liest, außer den Leuten, die diese Seiten erstellen und schauen, ob ja kein Tippfehler drin ist. Da könnt ihr mir dann hinterher erzählen, ob das eigentlich gut ist oder nicht gut ist. Oder ob man da eigentlich nur einen einzigen Satz reinschreiben könnte. Es ist eh klar, dass wir uns hier nicht anschreien oder mit dem Messer aufeinander einhacken. So, Punkt 2 ist die Social-Einöde, habe ich es genannt. Ich habe tatsächlich ein bisschen zu viel Hobbit im Kopf gehabt. Das ist aus einem Artikel, den ich geschrieben habe. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben einen Artikel für die Emma geschrieben, im Jahr 2011. Und da geht es auch so ein bisschen darum, was man denn machen kann, wenn man eklige Kommentare zum Beispiel unter dem eigenen Podcast vorfindet oder unter dem eigenen Weblog vorfindet. Da gab es im April 2011 eine Plattform Hater.org, wo man Trollkommentare vom gesellschaftskritischen Blogs und so weiter sammeln konnte und online stellen konnte. Die kann man lesen. Ich will die eigentlich gar nicht vorlesen, was da so für Kommentare sind, weil die alle so scheußlich sind, dass man sie sich eigentlich eh ausmalen kann. Alles, was man sich Negatives vorstellen kann, das findet man in solchen Kommentaren. Genau, das ist eine Möglichkeit gewesen, was man da machen kann. In dem Artikel habe ich auch über eine andere damalige Bloggerin, Stephanie Mayfield aus Mainz, geschrieben, die jede Menge Morddrohungen gekriegt hat. Und nun ist es ja so, wenn ein Mensch eine Morddrohung kriegt, geht man zur Polizei, sagt hier so, hier Morddrohung, dann muss die Polizei, die muss was tun, die muss rausfinden, was ist da los, die muss diese Person, die diese Morddrohung ausgesprochen hat oder aufgeschrieben hat, muss die finden. Ja, das können sie nicht sagen, ah, interessiert mich nicht, der Nächste bitte, die Nächste bitte. Und tatsächlich ist sie auch zu einer Polizei gegangen, eine Staatsanwaltschaft hat angefangen, etwas zu tun. Und es stellte sich raus, das hat aber gar nicht die Polizei rausgefunden, sondern die Bloggerin selber, weil sie sich mit anderen im Netz über die Kommentare ausgetauscht hat, dass sie gar nicht die Einzige ist, die diese Morddrohungen gekriegt hat. Und dann haben sie so ein bisschen IP-Adressenvergleich gemacht und haben rausgefunden, oh, die kommen alle aus einem Internetcafé in Innsbruck. Und das tatsächlich war dann die Vermutung, dass da wohl 5 verschiedene Täter oder Täterinnen, weiß man nicht so genau, ich schätze mal eher Täter, in diesem Internetcafé in Innsbruck sich trafen oder was auch immer sie da machten und Morddrohungen verschickt haben.
Und das wurde halt alles der Polizei in Mainz und der damaligen ermittelnden Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt. Und ich mit meinem öffentlich-rechtlichen Tatortverständnis habe mir natürlich dann vorgestellt, super, dann kommt die Mainzer Polizei, ruft bei den Kollegen in Innsbruck an und sagt, Leute, Dienstübernahmevertrag oder was auch immer die da sagen. Und dann werden diese fünf fiesen Morddroher in dem Internetcafé in Innsbruck verhaftet und ins Gefängnis gebracht und müssen sich womöglich noch offiziell entschuldigen. Man sieht, meine Realität ist an manchen Stellen etwas fremd. Die Staatsanwaltschaft hat leider das Verfahren stattdessen eingestellt, weil sie gesagt hat, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich an diese Personen herankommt, viel zu gering, als dass wir das machen würden. Hat mich irgendwie sehr überrascht, ist aber so gewesen. Zum Glück lebt besagte Stephanie Mayfield noch. Die Morddrohungen sind nur Drohungen geblieben. Um ein Geheimnis zu verraten, was eigentlich kein Geheimnis ist, ich habe auch Morddrohungen gekriegt. Und das hat tatsächlich eine andere Qualität, so etwas zu erfahren, wenn jemand, den man nicht kennt, eine Mail schreibt, ich bring dich um. Ich habe mir das nicht vorstellen können, aber es verändert wirklich was. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich meinen Namen und meine Telefonnummer aus dem offiziellen Telefonbuch herausnehmen habe lassen. Und dann gab es damals doch die Google Street View Geschichte, wo angeblich überall Google Autos rumfahren und Häuserfassaden fotografieren. Und da gab es angeblich noch eine Telefonnummer, erinnere ich mich, wo man anrufen konnte, wenn man das nicht wollte. Und da habe ich angerufen, weil ich nicht wollte, weil ich dachte, oh Gott. Und der schlimmste Moment war dann tatsächlich, als ich abends so gegen 20 Uhr alleine war, ich habe zwei Kinder, zwei kleine, und es hat an der Tür geklingelt. Und ich fragte über die Sprechanlage, ja, wer ist da? Ja, machen Sie doch mal auf. Und ich so, ja, wer ist denn da? Ja, machen Sie doch mal auf. Ja, aber wer ist denn da? Das ging dann so ein bisschen hin und her. Und es können sich ja alle vorstellen, was ich mir gedacht habe. Oh Gott, jetzt steht er schon unten vor der Tür, er hat mich gefunden. Und dann meinte dieser Mensch, ich habe ein Geschenk für Ihre Kinder. Ich dachte, oh Gott. Und er hat natürlich nicht aufgemacht. Ja. Es stellte sich dann raus, dass das kein Morddroher war, sondern ein Mensch von der Gebühreneinzugszentrale, der mir ein Puzzle überreichen wollte. Tatsächlich ein Geschenk für meine Kinder und mir die neuen Gebührenlisten oder etwas Ähnliches zeigen wollte. Der hatte also eigentlich eine sehr gute Absicht und es war überhaupt nichts Bedrohliches dabei. Er hat es nur auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise formuliert. Der hat mir dann später auch einen Brief geschrieben und sich entschuldigt, dass er mir so Angst gemacht hat. Hatte aber. Na gut. So, ein Bild möchte ich noch zeigen. Und zwar ist das im vergangenen Jahr gewesen, im Jahr 2015, hat eine Redaktion hier von Bayern 2, der Zündfunk, einen Netzkongress veranstaltet mit diesen vier Damen, Kübra Gümüşay, Anke Domscheit-Berg, Anne Wiezorek und Julia Fritsche. Julia Fritsche hat es moderiert und da ging es halt so ein bisschen darum, was bringt das Netz Frauen mit Haltung? Das sind also auch Frauen, die sehr viel ihre Meinung im Netz äußern, wahrscheinlich auch ab und zu abends um 20 Uhr, wenn irgendjemand klingelt und sagt, ich habe ein Geschenk für ihre Kinder, schlucken. Sehr viel in der Öffentlichkeit halt ihre politische Haltung und ihre politische Meinung zeigen. Und es ging bei diesem Gespräch mit denen eigentlich darum, na, was kann man denn jetzt eigentlich machen? Wie geht man jetzt damit um? Also es gibt hier zum Beispiel Fälle, mir fällt jetzt zum Beispiel der sehr prominente von der Programmiererin Cassie Sierra ein. Ist bestimmt ein Fall, der hier vielen bekannt ist, die halt auch ganz viele unangenehme Mails und Drohungen und so weiter und so richtige Shitstorms erlitten hat, noch bevor es das Wort Shitstorm überhaupt gegeben hat. Und die sich dann quasi von einem Tag auf den anderen vollkommen aus der Online-Welt zurückgezogen hat, weil sie es einfach nicht mehr ertragen hat. Auf diesem Gespräch da ging es so ein bisschen darum, naja, was macht man jetzt eigentlich mit so Kommentaren? Wie verhält man sich denn jetzt eigentlich? Muss man da weinen? Muss man die irgendwie auf so eine Art Pranger stellen? Ist es gut, die zu ignorieren? Klickt man jede Morddrohung einfach weg in den Müll neben die Viagra-Mail oder was auch immer? Was macht man eigentlich?
Ich bin ja bekennende Optimistin, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht hier stehen. Und meine, dass es ganz wichtig ist, dass man das weiß, dass es das alles gibt, was ich auch so ein bisschen erzählt habe, auch das, was mir selbst widerfahren ist. Aber dass man dann schon noch weitergeht und weiterdenkt und vor allem nicht verstummt und sich nicht versteckt, zumindest nicht auf Dauer. Und deswegen komme ich auch gleich zum dritten Punkt, die Schlacht der drei Guten, nicht der fünf Heere, sondern der drei Guten. Und möchte so ein bisschen erzählen, wie es denn jetzt nun aktuell ist, wenn man Kommentare hat unter einem Podcast. Und das ist der Lila Podcast, ein Podcast, der eben neben mir auch von Katrin, man sieht da ihr Bild, und von Susanne Klingner gemacht wird. Und ich finde, dass es sehr viele Unterschiede gibt von der Art und Weise, wie die Kommentarkultur dort ist. Also die drei Frauen, die diesen Lila Podcast machen, sind auch zum Beispiel beim Weblog Mädchenmannschaft gewesen. Genau dieselben drei Frauen. Und zwei davon sind auch bei, ganz am Anfang gesehen, bei der Jugendcommunity jetzt gewesen. Also es sind immer dieselben Personen, ja. Aber die Art und Weise, wie kommentiert wird oder wie auf sie reagiert wird, die ist sehr unterschiedlich. Und ich habe eine Vermutung, die kann man hier noch lesen. Ich glaube, zuhören kostet mehr Zeit als schnell überfliegen. Und das erklärt so ein bisschen, warum die Kommentare, so meine Erfahrung, unter einem Podcast deutlich weniger "ah, fick dich doch ins Knie, du dumme Tante" sind, als "ich habe mir gedacht, zu diesem Thema könnte man noch dieses oder jenes machen." Weil es doch einfach sehr viel mehr Zeit kostet, zum Beispiel einen einstündigen Podcast durchzuhören und dann an irgendeiner Stelle nicht derselben Meinung zu sein. Das ist nicht so schnell passiert, wie ich sehe nur eine Überschrift und einen Satz und dann kann ich gleich mal meine schlechte Laune irgendwie ablassen. Und das ist auch ein bisschen was, was mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, den Spaß oder die Freude, die es macht, diesen Podcast zu erstellen, verlängert. Also es ist eine ganz andere Form von Wertschätzung. Oh, da hört jemand wirklich eine Stunde zu, was ich da mit jemandem anderen berede. Finde ich toll. So, und hat dann vielleicht mal eine andere Meinung. Hier sieht man zum Beispiel, was da steht: "Hallo Mädels, ich höre euren Podcast, die Themen sind ja ein bisschen zum Nachdenken, aber ich bin immer eigentlich nicht unbedingt eurer Meinung." Total freundlich, mein Gott. Nun aber, da ging es, das Thema war, Geburtenkontrolle und es ging um die Pille. Da gab es eine Studie, die herausgekommen war, über die wir länger sprachen. Und dann meinte eben diese Kommentatorin: "Ich fühle mich nun aber genötigt, auch meinen Senf öffentlich abzugehen, weil ich finde, dass sie bei euch ziemlich schlecht wegkommt." Wow, ist das freundlich. Wirklich. Jemand hat mir ganz lange zugehört. Ich meine, das kriege ich ja nicht mal, ich bin ja Journalistin, kriege ich ja nicht mal in der Redaktionskonferenz bei der Blattkritik. Dass ja jemand da so wohlwollend, ja, finde ich alles gut, so erstmal ein bisschen loben und so weiter. Und auch der zweite Kommentar hier von Jeanette mit Bild abgebildet: "Ihr redet oft von Männern, Frauen und den Transmenschen, aber wenn ihr von diesen Transmenschen sprecht, kommt fast immer die Formulierung, er ist als Mann geboren und lebt jetzt als Frau oder umgekehrt. Das ist eine ziemlich heftige Falschbeschreibung des Themas. Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer. Punkt." Ist nicht ganz so freundlich, aber nicht unfreundlich. Das finde ich großartig. Also finde ich wirklich total großartig. Und wie schon gesagt, ich glaube, es liegt sehr viel daran, dass einfach Zuhören mehr Zeit kostet als schnell überfliegen. Und darin sehe ich auch eine total große Chance, gerade wenn man ein Thema hat, wie zum Beispiel das beim Lila Podcast, dass die feministische Herangehensweise an Themen ist. Das ist ja sehr meinungsstark. Es ist auch politisch und es ist ja in mancherlei Runden auch das, wo jeder gerne schnell "oh, die dummen Emanzen" oder so sagen möchte. Aber gerade hier birgt das Medium Podcast eine riesengroße Chance. Diejenigen, die da sich hinterher äußern, die wertschätzen erstmal, dass man überhaupt etwas macht. Und das habe ich bei Weblogs nicht unbedingt so erfahren. So, genau, das ist ein Bild aus einem anderen Blog, wo auch, ich habe es so ein bisschen gelb angekrakelt, das Wort des Feminist Burnout nochmal ist, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass das sehr viel Kraft kosten kann mit Kommentaren. Mit den Guten kann man ganz gut umgehen, aber sie kosten auch Kraft, weil es gibt ja manchmal Situationen, da kommt ein sehr langer Kommentar, weil plötzlich jemand möchte, ich erzähle euch jetzt mal meine Geschichte dazu, und die ist manchmal nicht so recht leicht
zu lesen. Ich bin jetzt keine ausgebildete Psychotherapeutin. Manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht sollte ich das sein, wenn mir jemand, weiß ich nicht, über einen Schwangerschaftsabbruch und die Depressionen danach einen langen Kommentar schreibt. Das überfordert mich vielleicht im ersten Moment, obwohl ich natürlich gerne zuhören möchte. Aber müsste ich da mehr tun? Das sind also auch, sagen wir mal, schlaflose Minuten, nicht schlaflose Nächte. Wunderbar ist es natürlich, dass wir den Podcast zu dritt machen und darüber die Möglichkeit haben, uns auszutauschen. Ich glaube, wenn ich das alleine machen würde, würde es mich an einigen Stellen sehr überfordern. Aber ich glaube, dass die gesamte Podcast-Community ja eher so eine, eigentlich die Community im ursprünglich gedachten guten Sinne des Wortes Community ist. Das ist echt eine Gemeinschaft, ja, wo man nicht so blöde Netiquetten erstmal sich ausdenken muss, weil es eigentlich selbstverständlich ist, wie man miteinander umgeht oder wie man es eben nicht macht. Als letzte nette kleine Sache möchte ich noch erzählen. Wir haben bei unserem Podcast eingerichtet, dass man uns was schenken kann. Also man kann natürlich Mikrospenden machen über diese üblichen Mikrospendendienste, wovon wir dann die Serverkosten bezahlen und so weiter, weil wir haben ja keinen schönen dicken Sponsor dahinter, sondern machen das tatsächlich alles in der Freizeit. Aber wir haben auch unsere, auch wenn ich es nicht mag, aber da ist es ganz gut, unsere Amazon Wishlists angegeben. Und ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass es das gibt, dass das wirklich jemand macht. Aber es gibt's wirklich und es macht wirklich jemand. Und das ist eine, ich weiß es nicht, das ist irgendwie besser als Geburtstag haben. Weil es so eine Form von Wertschätzung ist. Jemand wertschätzt etwas, was ich gemacht habe und will aber eigentlich gar nichts dafür. Das finde ich ganz großartig. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben jetzt noch so 5 Minuten, die wir gerne noch mit Fragen oder Anmerkungen füllen können. Da ist der Mann mit dem Mikrofon. Dum, 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 dum. Okay, da haben wir schon die erste Frage. Ich habe dann auch noch ein paar. Erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag und den tollen Podcast. Danke. Gerne. Ja. Wir haben jetzt ja, ich weiß ja noch nicht in dem Vortrag drin, aber es geht jetzt ja auch auf einer technischen Ebene sehr viel um Transkripte von Podcasts. Und ich habe, so sehr das natürlich auch toll ist, dann ein Transkript von der Sprache zu haben, jetzt nochmal drüber nachgedacht während des Vortrags, dieser Schritt, den man machen muss, bevor man halt einen wütenden Kommentar schreiben möchte oder potenziell schreiben kann, ist tatsächlich, sich das alles anzuhören und vielleicht auch zu hören, wie es gesagt wurde. Und ich überlege jetzt gerade, ob diese Transkripte nicht auch so ein bisschen die Büchse der Pandora für Podcasts sein könnten, in dem dann halt dieser Schritt gar nicht mehr gemacht werden muss, sondern man dann doch wieder nur diesen Text googelt, 2, 3 Schlagwörter sieht und dann wieder so einen Trollkommentar schreiben kann. Also das stimmt auf jeden Fall. Ich kenne es ja auch ein bisschen vom Hörfunk, wenn man ein sehr schönes Interview geführt hat und dann möchte man das online stellen und dann tippt man es halt so ein bisschen ab. Und dann ist das so ein bisschen abgetippte online, aber es ist natürlich nicht dasselbe wie das, was man in dem Gespräch dann versucht hat zu vermitteln oder erhalten hat. Ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass es liegt einfach daran, hören erfordert mehr Zeit und Aufmerksamkeit als lesen. Ich kann es nicht anders sagen, weil selbst wenn man so durchskippt, ja, auf der Leiste, ah, mal schauen, was sie über 5 Minuten gesagt haben, ah, da reden sie immer noch drüber, schnell, 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 ist es anders. Ich tatsächlich würde mir manchmal wünschen, es würde Audiokommentare geben. Also nicht, dass jemand dann lange schreibt, sondern dass mir das niemand sagt. Weil gerade wenn man halt ein Gespräch, ein gesprochenes Gespräch hat und kein geschriebenes Gespräch, ist es ja doch was anderes. Und eigentlich sind ja die Menschen, die dem Podcast zuhören, sind ja ein bisschen die Gearschten, weil sie ja quasi auf das andere Medium zurückgreifen müssen. Also es ist eigentlich eine tolle Technik. Das ist ein guter Punkt, Martin. Darüber müssen wir wirklich nochmal ernsthaft nachdenken. Also, ich gebe die Idee gerne hier. Das hat sich jetzt schon gelohnt, die Session. Danke. Aus der Kommunikationswissenschaft kennen wir ja das Konzept der Kanalreduktion von Kommunikation. Dass also je mehr man von einer Face-to-Face-Kommunikation, die ganze nonverbale Kommunikation, die wir jetzt miteinander haben und sehen und interpretieren können und das einordnen, wo fängt die Ironie an und so weiter, dass das beim geschriebenen Text halt dann komplett weg ist und dadurch auch viel schneller irgendwelche Sachen triggern und man sich über irgendwas aufregt, was der oder diejenige vielleicht so gar nicht gemeint hat. Und das könnte durch so eine Transkription dann wirklich wieder wegfallen. Ja, müssen wir nochmal schauen, wie man sowas dann einhegen. Weil dann ist auch der Zeitaspekt dann einfach nicht mehr
mehr so relevant. Ne? Wobei ich finde, dass Zeit da vielleicht generell gar nicht so die Komponente ist. Also auch wenn ich jetzt irgendeinen Podcast habe, der nur 5 Minuten dauert, kann der ja trotzdem inhaltlich irgendwie sehr, sehr kontrovers sein. Aber dadurch, dass ich die Stimme von demjenigen höre, glaube ich, habe ich schon eben doch so eine menschliche Konnektivität zu dem oder derjenigen, dass ich mich da vielleicht weniger schon instinktiv hasse. Aber es ist vielleicht jetzt auch wieder mein optimistisches Gutmenschentum. Die Frage, die ich aber noch stellen wollte, ist, habt ihr denn aber auch Hasskommentare jetzt bei euch im Podcast und es sind nur weniger oder habt ihr sie wirklich richtiggehend gar nicht? Guten Gewissens, vielleicht habe ich einen vergessen. Nee, wir haben keine. Okay, das ist schon doch wirklich spannend mit dem Hintergrund. Also es ist wirklich keine. Also es gibt schon kritische Meinungen. Wir kriegen ja auch ab und zu mal Mails, eigentlich relativ häufig. Aber diese typischen ekligen Hasskommentare, die haben wir überhaupt nicht. Und das finde ich ja eben das Erstaunliche. Deswegen habe ich ja quasi so lange ausgeholt. Das sind dieselben Personen, ja. Also ich meine, ich stehe, glaube ich, seit 10 Jahren auf so Maskulisten, Leute, die nach der Zeitenwende ins Gefängnis und zu Tode gebracht werden soll. Da steht mein Name jetzt seit 10 Jahren drauf. Ja? Das heißt, die könnten schon finden, ach ja, diese Frau macht ja jetzt das. Da könnte ich ja auch mal irgendwelchen Müll hintun. Aber es passiert nicht. Also es gibt durchaus Menschen, die nicht derselben Meinung sind. Aber die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, ist in keinster Weise vergleichbar. Ich glaube aber auch, ich glaube schon, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass man ja irgendwie dadurch, dass man die Stimme hört, ist man ja nochmal näher dran. Also wirklich viel näher dran. Aber ich glaube, es kostet einfach auch mehr Zeit. Und diese Zeit, also wenn man dann so einen Text hat und dann kann man ja quasi ganz schnell, das dauert ja Sekunden, ein Stück rausnehmen und sagen, das ist ein Scheiß, ja. Und das ist ja bei dem etwas Gesprochenen, ist das ja viel anstrengender. Da müssen wir nochmal abtippen, ja. Ja, muss man abtippen, muss man genau hinhören. Und vielleicht nochmal hinhören, hat die das jetzt wirklich so gesagt? Da hat doch im Hintergrund irgendein Geräusch mich gestört, habe ich das vielleicht wirklich nicht so und so weiter. Also ich kann mich erinnern, es gab vor ein paar Monaten mal eine heftige Diskussion, weil etwas missverstanden wurde. Das war der Podcast von den beiden anderen, von Katrin und Susanne. Und die sprachen dann darüber, es ging so rund um Schönheitsdiktum, ja, so rund um diesen großen Themenkomplex. Und da gab es dann schon einige Kommentare, die irgendwie den Nachteil haben, ja, was redet ihr da? Da bin ich ja gar nicht der Meinung. Das geht ja eigentlich gar nicht, was sie sagt. Aber es war alles auf dieser sehr, sehr höflichen, erstmal wertschätzenden Ebene und keinesfalls auf dieser, boah, ich kick dich jetzt gleich mal in den Müll. Haben wir hier noch eine Frage? Ja, vielleicht noch eine Anmerkung, ist vielleicht eine gewisse Augen- oder Ohrenhöhe, die dann entsteht so zwischen, also ich denke, es ist auch schon so ein bisschen Hierarchiefrage ist, ne? Ich finde auch nochmal den Tipp oder den Hinweis auf das Nischige nochmal ganz wichtig. Also das kann ja durchaus auch als ein Schutzraum wahrgenommen werden, ja, also dass man eben nicht automatisch überall gelistet wird und dass es eben nicht so, also so viele Trigger bereitstellt oder Anker eben genau für solche Gruppen, die ja letztlich in viele Kommentarbereiche geradezu einmarschieren, um dort Diskurs zu zerstören und eben auch Kommunikationskultur und Austausch zu zerstören. Ich wollte nur mal ganz kurz fragen, vielleicht auch, weil es für viele Podcaster ja auch relevant ist, sind die Kommunikation dann auf so Plattformen wie Facebook oder Twitter auch nochmal eine andere oder ist das dann auch eigentlich eher so, soweit du da was sagen kannst dazu auch irgendwie. Also da bin ich, um ehrlich zu sagen, auch nur so mehr am Rande stehenderin. Ich bin eine offensive Facebook-Verweigererin. Okay. Es gibt mich nicht auf Facebook, weil ich glaube so ein bisschen aus, ich habe zu viele schlechte Kommentare über mich ertragen in meinem Leben und möchte das nicht noch weiter fortführen. Vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann mal wieder. Aber da ist natürlich einerseits so, also bei Twitter kenne ich es schon gut, das Phänomen der Filterbubble, dass entweder alle sowieso immer derselben Meinung sind, weil man sich ja gar nicht in einen anderen Bereich vorwagt. Und da kann man natürlich dann auch ganz schnell sich ein bisschen vergaloppieren. Andererseits, wenn man dann aber doch einen Schritt rausgetan hat aus der eigenen Blase, dann passieren unangenehme Sachen. Also gerade in den feministischen Vernetzungen gibt es teilweise richtig unangenehme Situationen. Ich glaube, deswegen scheue ich das auch. Man muss ja ein bisschen die eigene Gesundheit im Kopf haben. Exakt. Aber das, ich finde, das muss man ganz laut sagen. Bei all diesen Dingen, die man da tut,
da muss man wirklich an die eigene Gesundheit denken, ja. Und die ist ja auch nicht bei jedem Menschen gleich. Also es gibt ja Menschen, die hätten dem Typen von der GEZ, der da geklingelt hat, gleich noch einen Kaffee angeboten. Ich bin halt nicht so. Ja, also ich konnte das dann halt irgendwann mal nicht mehr. Und da ist es schon sehr wichtig, auf sich selbst zu achten. Weil ich meine, wenn man jetzt gerade sagt, ein Podcast bietet sich an, um über ein Nischenthema zu sprechen. Also bei mir ist es jetzt dieses, es mag ja jemand anders geben, der redet irgendwie die ganze Zeit über die Raumschiffe in der Sci-Fi-Serie Babylon 5 und brennt da sowas von und möchte da aber auch nicht, dass jemand ihm sagt, was ist ja alles ein Scheiß. Man gibt ja ein ganz schön großes Teil von sich selbst preis und dann auch noch über die eigene Stimme. Und dann diese ganze Liebesmühe, die man macht, um jeden Versprecher rauszuschneiden. Ja? Also ich meine, das ist ja wirklich ganz viel von einem selbst. Und das muss beschützt werden. Das sehe ich auf jeden Fall so. Vielen Dank für den Beitrag. Ich wollte noch mal kurz weg von der Kommentarkultur, auch wenn das jetzt im Mittelpunkt stand. Aber ihr seid ja auch ein Podcast, der sehr in die gesellschaftliche Debatte reingeht. Also wo es eigentlich das Hauptthema ja ist. Ihr betreibt das. Wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, über die Wirkmächtigkeit oder die potenzielle Wirkmächtigkeit von Podcasts in diesem Bereich. Habt ihr denn so den Eindruck, dass die Themen, die bei euch besprochen werden, auch verfangen? Also ist das jetzt sozusagen nur, habt ihr nur nettes Feedback und es ist jetzt sozusagen kein Hass mehr? Oder hast du auch das Gefühl, dass ihr mehr als vorher in der Lage seid, auch eine Diskussion über die eigentlichen Inhalte auszulösen? Ich glaube, dass es tatsächlich eine etwas, ich nenne es jetzt mal, elaboriertere Diskussion ist, weil das ja, wie so viele das ja kennen, im Aktivismus ist es ja oft so, dass man sich erstmal positionieren muss. Und vor lauter Positionieren, also ich bin jetzt zwar weiß, rede aber trotzdem, ich bin zwar heterosexuell, rede aber trotzdem, oh, und dann ist man ja irgendwie dann schon längst, hat man aufgehört, da hinzuhören, weil man denkt, oh Gott, so viel wollte ich eigentlich gar nicht wissen, über was die alles nicht ist oder ist. Ja? Das heißt, man kann auf diese Art und Weise des Gesprächs und diese Podcasts, die wir machen, die sind ja immer Gespräche. Ja? Da unterhalten sich zwei Frauen an zwei Orten über zum Beispiel eine Studie, die sagt, Teenager, die die Pille nehmen, haben Depressionen. Ja? Wissenschaftlich jetzt bewiesen. Da unterhalten sich zwei drüber, ja. Es ist jetzt kein eine Person kotzt eine Meinung raus Format, sondern es ist eine Unterhaltung. Und ich glaube, diese Unterhaltung birgt schon die Möglichkeit, da möchte ich etwas hinzufügen. Ja, es ist, also, ich bin keine Kommunikationswissenschaftlerin, ich bin Literaturwissenschaftlerin, deswegen kann ich das jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, das ist es schon, was es macht, ja. Es ist einfach eine andere Diskursform, eine andere Debattenform. Und das meine ich eben mit elaborierter. Da kommt dann schon jemand dazu und sagt, da möchte ich auch gern was dazu sagen. Und ich meine, das ist ja bei den großen, wichtigen Themen, die meines Erachtens alle mit Feminismus zu tun haben, wo es um Freiheit geht, um Entscheidungsfreiheit, um wer bin ich, wer darf ich sein, wer möchte ich sein. Da haben ja die meisten Menschen doch eine sehr starke, sehr schnell aufkochende Haltung oder Meinung dazu. Was der Podcast so, da muss ich jetzt echt ein bisschen lachen, als der Star Wars Film der letzten Episode 7 in die Kinos gekommen ist, hatten wir einen Podcast, Katrin und ich haben über Star Wars gesprochen, über Frauenfiguren, über alles. Also wir sind natürlich auch beide Fans, ja, da bot sich das an. Und kurz darauf sind wir dann von einer Uni angesprochen worden, ob wir nicht gleich mal einen Vortrag halten wollen darüber. Und zwar nicht über Podcasts oder über Feminismus, sondern über Star Wars. Da dachte ich mir auch, okay, war sehr nett, war sehr lustig. Habt ihr es auch gemacht? Natürlich. Ja. Lass ich mir doch nicht entgehen. Okay, wir müssen leider jetzt hier Schluss machen an der Stelle, weil wir nämlich um halb schon wieder das nächste Panel haben und beispielsweise Herr Fischer da nämlich jetzt noch seinen Zielraum erreichen muss. Barbara, vielen, vielen Dank nochmal, dass du hier bei uns warst. Vielen Dank, dass ich durfte.